Fast hast du es geschafft. Wir sind im letzten Kapitel, Thema 7, Global Impact, quasi die Auswirkungen des Computers auf Mensch und Gesellschaft. Wir gehen dem Thema in drei Fragen nach. Erste Frage ist, wie verändert sich durch den Computer unsere Kommunikation, unsere Interaktion und unser Denken? Zweite Frage ist, wie kann der Computer für Innovation sorgen? Und die dritte Frage, welche Gefahren und welche Chancen bietet der Computer oder dieses Verändern durch den Computer? Der Kursteil ist in zwei Videos unterteilt. Mein Beitrag ist so ein bisschen Grundauslegeordnung zu all diesen drei Fragen, Begriffsklärung, was muss man sich unter Kommunikation, Interaktion und so weiter vorstellen, was ist Denken, was ist im Groben Innovation und dann auch eben ein paar Beispiele für Gefahren und Chancen. Dann auch ein Link zur Bildung, dort könnt ihr euch dann vertiefen. Das ist nicht die Idee, dass ihr das müsst, aber ich habe ein paar tolle Quellen verlinkt. Patrick wird dann eher auf technische Elemente wie künstliche Intelligenz und das Datensammeln eingehen. Und das Ganze runden wir ab mit zwei Vorschlägen für Aktivitäten. Entweder irgendwas in unseren Beiträgen inspiriert euch, um dem weiter nachzugehen. Ihr schreibt das dann ins Abgabeforum. Oder ihr sagt, doch, ich würde gerne nochmal eine Runde programmieren, etwas Eigenes tun, irgendeine Animation, eine Simulation mit Ton, Bild, was auch immer und gebt ein eigenes kleines Projekt noch ab. Damit wäre der Kurs dann abgeschlossen und sobald ihr uns quasi diese Abgabe macht, es wird in diesem Kursteil keine Testfragen mehr geben, sondern einfach diese Schlussabgabe, dann habt ihr den Kurs bestanden und wir freuen uns natürlich, wenn wir möglichst viele bestandene Kursteilnehmer haben. Falls es irgendwo Fragen gibt, weiter stellt die Fragen ins Forum, auch Kritik und Anregungen, falls wir irgendwo Falsches erzählen, auch das bitte sofort anmerken. Vielen Dank, seid ihr weiter dabei und viel Spaß nun mit Global Impact. Wir kommen zur ersten Frage und zwar, wie verändert nun die Digitalisierung die Kommunikation, die Interaktion und unser Denken? Beginnen wir mit dem Begriff der Kommunikation. Der geht zurück zum Beispiel auf das Kommunikationsmodell von Shannon Weaver, die haben das als erstes beschrieben, wie quasi Signal übermittelt werden. Ich habe da einen Sender, der hat eine Botschaft, der er übermitteln möchte, kodiert diese mit einem Sendegerät, die dann über einen Kanal, sei es ein Kabel oder die Luft, übertragen wird an ein Empfängergerät. Das wird dort dekodiert und der Empfänger kann die Nachricht lesen. Soweit so gut von der technischen Seite. Störungen können hier vor allem sowohl natürlich beim Kodieren wie auch beim Dekodieren passieren, aber vor allem unterwegs gibt es Störungen, dass eben ein Rauschen entsteht, dass die Signale nicht sauber übertragen werden. Psychologen haben sich dieses Grundmodell gepackt und gesagt, ja, eigentlich haben wir in Kommunikation immer etwa diesen Vorgang. Wir haben einen Sender, der hat eine Idee im Kopf, die kodiert er, sei es auch nur zur Sprache, die er dann mit dem Mund artikulieren kann. Über die Luft wird dieses Signal übertragen und dann vom Empfangsgerät, dem Ohr des Empfängers, empfangen. Sein Gehirn dekodiert die Botschaft und es entsteht ein Bild in seinem Kopf. Auch hier gibt es ganz viele Störungen, Erwartungen und so weiter. Habt ihr vermutlich schon davon gehört. Aber nochmal, dass uns bewusst ist, was bedeutet eigentlich der Begriff Kommunikation? Wenn wir über Kommunikation sprechen, lohnt es sich eigentlich auch über die verschiedenen Modi zu sprechen. Das heißt, wie können wir überhaupt kommunizieren? Wie können wir Botschaften senden und auch empfangen? Und da lohnt sich ein Blick auf die Modi, also die Sinne, die uns da zur Verfügung stehen. Und ich verwende hier das eine Axiom von Watzlawick, das wir später dann nochmal besprechen werden, dass es eben digitale Formen gibt, also Dinge zu kodieren in Schrift, Code und Zahl, oder eben analoge Dinge, das sind dann so Bilder, Mimik, Gestik und so weiter.
Ich habe als erstes und vermutlich auch stärkstes Organ das Auge. Visuelle Reize können damit übertragen werden. Dazu gehört auf der digitalen Seite die Schrift, Zahlen, auf der analogen Seite Bilder, Objekte, Gegenstände, Skizzen, Gestik und Mimik. Das zweite Organ, das ziemlich relevant ist bei der Kommunikation, ist das Ohr. Das heißt die Fähigkeit, Signale zu also in Kombination mit dem Mund natürlich, hier das Beispiel für das Ohr, natürlich nur die Empfangsseite. Das heißt, ich kann natürlich auch Dinge auditiv übertragen. Das kann digital sein in Form von Sprache oder eindeutigen Signalen, wie beispielsweise das Sirenengeräusch, kann eben aber auch eine analoge Form davon sein, die hoch mehrdeutig ist, wie Rauschen, Musik, die Tonlage oder die Sprechgeschwindigkeit. Dann haben wir natürlich noch andere Sinne, die wir ansprechen können. Hier, damit lässt sich natürlich auch kommunizieren, sei es, dass ich einen Geruch auf einen Liebesbrief auftrage. Ich bleibe hier natürlich auf der analogen Seite. Es gibt hier keinen klaren Zeichencode. Gustatorisch, ich kann jemandem ein Essen kochen und damit kommuniziere ich auch etwas. Oder auch das ganze Taktile, das heißt, ich kann Dinge berühren. Hier gibt es mit der Blindenschrift sogar eine digitale Variante. Eine weitere Perspektive auf die Kommunikation ist die Unterscheidung zwischen Massenkommunikation, also eins zu vielen, oder der Individualkommunikation, wo eine Person mit einer Person spricht. Dafür gibt es Medien dafür. In der Massenkommunikation das älteste Medium, vermutlich, wenn man mal von der Höhlenmalerei absieht, ist die Zeitung oder auch das Fernsehen. Auf der Seite der Individualkommunikation der Brief als sehr altes Medium oder das Telefonat, das von Graham Bell erfunden wurde. Durch die Veränderung in der Kommunikation, wir werden es nachher noch über die Zeitleiste sehen, geraten bisherige Medien extrem unter Druck. Hier sehen wir den Rückgang der Kaufzeitungen in der Schweiz. Das heißt, die Auflagen gehen zurück. Das hat einerseits mit der Globalisierung zu tun, oder das heißt, die Möglichkeit, über das Internet globale Medien zu sehen, hören, lesen, hat aber andererseits auch mit einem veränderten Medienverhalten zu tun. Und was immer wieder deutlich wird, ist, dass die Leute von heute immer weniger bereit sind, für Informationen zu bezahlen. Viele Informationen werden heute über Social Media wahrgenommen, sei es Mail, Newsgroups, Blogs. Dazu gehört dann Facebook als soziales Netzwerk, Google als Suchmaschine, Instagram zur persönlichen Kommunikation und so weiter. Das heißt, wir haben dort wirklich einen riesen Transfer von herkömmlichem Medienverhalten zu einem ganz neuen Medienverhalten mit zugeschnittenen Informationen und eben der großen Gefahr, dass ich mich nur noch in meinem Bubble informiere und eben andere Meinungen vielleicht weniger wahrnehme. Welche Medien nutzt du, wenn du deine Liebe gestehen willst, wenn du deine Arbeit kündigen willst, wenn du dich über die Welt informieren möchtest oder wenn du Wissen aufbauen willst, wenn du unterhalten werden möchtest? In einer analogen Welt, wie zum Beispiel der ersten Zeitung, das ist jetzt die Zürcher Zeitung von 1780, oder das Radio hat eine gewisse Funktionalität. Hier werden Audiosignale transportiert oder Musik. Wir haben auf den Individualmedien den Brief, um zum Beispiel eben die Liebe zu gestehen, das Telefon, um eine Abmeldung zu machen oder sich irgendwo anzumelden, eine Reservationsanfrage zu machen. Dann habe ich gewisse Speichermedien dafür, die Schallplatte, die VHS, also die Magnetbandtechnik, wo ich dann Ton und Bild festhalten kann, Papier natürlich, um die Schrift festzuhalten. Das heißt, ich hatte in der analogen Medienwelt ziemlich klar für jeden Kanal
ein Medium. Mit dem Fernseher wurde es dann ein bisschen multimedial, wenn man den Teletext noch mit einberücksichtigt, aber wir hatten Ordnung in der Medienwelt. Mit den digitalen Medien kommt eben der Computer und der Computer, nicht dieser Computer, aber die aktuellen Computer, aktuell sogar eben in den Hosensäcken seit 2007 mit dem ersten iPhone, haben wir eigentlich den Computer immer dabei. Und in diesem Computer haben wir eigentlich ein Abbild für fast alle dieser Medien. Ich kann Mail schreiben wie der Brief, ich kann Zeitung lesen, ich kann Musik hören, Podcasts, ich kann mit Skype oder anderen VoIP-Diensten telefonieren, ich kann Videos schauen, ich kann die zeitversetzt schauen, ich kann diese speichern und so weiter. Ich habe also beide Medienformen integriert durch das Internet. Und dann in den 2000er Jahren mit Web 2.0 wurden eben diese Individualmedien und diese Massenmedien noch stärker vermischt. Also, was ist denn Facebook? Ist das ein Massenmedium? Ist es ein Individualmedien? Es bietet mir eine ganz Vielzahl an Kanälen, die sowohl individuell die Gruppenfunktionen übernehmen, die aber auch massenmedial funktionieren. Die ganzen YouTuber und Instagram Influencer und so weiter sind eher massenmedial unterwegs. Das wird aber kombiniert mit Individualkommunikation. Also hier haben wir eigentlich ein riesen Durcheinander. Es ist nicht mehr ganz klar, für welche Botschaft, welches Medium es. Ich kann alles auf verschiedene Arten tun und das wird saumäßig kompliziert. Schauen wir noch ein bisschen genauer hin und betrachten den zweiten Begriff der Interaktion. Ich mache hier wieder den Schwenk zu Paul Watzlawick, der eben auch keinen Unterschied gesehen hat zwischen Kommunikation und Interaktion. Das heißt, Kommunikation löst immer etwas bei einer anderen Person aus, wie wir es hier haben, eine Frau, einen Mann, interagieren zu einem Thema. Wie sich jetzt das im digitalen Bereich verändert, dafür werfen wir einen Blick auf die fünf Axiome, die Watzlawick eben zu Kommunikation oder Interaktion definiert. Erstes Axiom, man kann nicht kommunizieren und das wird natürlich brutal kompliziert jetzt mit digitalen Medien. Das heißt, ich kann überall nicht kommunizieren, nicht liken, ich kann disliken, ich kann einen Kommentar bringen, ich kann einen provozierenden Kommentar bringen. Das heißt, ich habe hier unglaublich viel vielschichtig oder eben auch im Sinne von nicht reagieren. Und das ist vermutlich ganz häufig, ja, wenn ich einen Facebook-Post mache, dann reagieren die meisten nicht. Kommentieren sie deswegen oder sind wir heute cooler? Dass wir sagen, ja, wenn jemand nichts sagt, dann hat er vielleicht auch einfach nichts zu sagen dazu. Zweites Axiom, jede Kommunikation hat einen Inhalts- und Beziehungsaspekt. Das heißt, die Beziehung ist immer auch in der Kommunikation drin. Und das wird natürlich durch den Wegfall von sozialen Hinweisreizen, wie Nonverbales, Paraverbales, Gestik, Mimik, deutlich schwieriger zu deuten. Wir können dort mit Emotes oder eben mit Selfies uns ein bisschen helfen, aber vermutlich ist es dort für uns schon eine riesen Herausforderung zu schauen, was hat jetzt eben mit Beziehung und was mit Inhalt zu tun. Eine Herausforderung war es schon immer. Die Frage ist es, ob es schwieriger wurde oder eben vielleicht ein bisschen lockerer wurde, weil man eben auch mehr Feedback geben kann und so weiter, nachfragen kann. All das ist natürlich durch diese vielen Kommunikationsmedien, die zusätzlich noch zur Verfügung stehen, vielleicht einfacher geworden. Aber es braucht sicher eine Kommunikationskompetenz. Dann, Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung. Wenn ich etwas sage, dann hat es eine Wirkung und verändert auch die Beziehung und so weiter. Das ist auch mit digitalen Medien nicht anders. Eben stehen mir einfach dauernd mehr Kommunikationskanäle zur Verfügung. Dann, menschliche Kommunikation bedient sich analoger und digitaler Modalitäten. Das haben wir auf der vorderen Folie schon gesehen. Eben, was heißt denn jetzt analog und digital? Analog heißt, es ist kodiert in einen Zeichensatz, in Ziffern und so weiter. Es kann im Prinzip runtergebrochen werden auf 0 und 1. Analoges kann nicht runtergebrochen werden. Hier wäre eben Mimik, Gestik,
wie ich angezogen bin, wie ich rieche und so weiter. Das sind alles analoge Modalitäten. Und diese sind natürlich über die computervermittelte Kommunikation, fallen die eher weg und machen deshalb auch die Kommunikation schwierig. Also das heißt, ich kann einerseits viel mehr kommunizieren, ich habe viel mehr Möglichkeiten. Ich muss vermutlich einfach mehr mir überlegen, wie ich eben kommuniziere. Früher war eher die Schwierigkeit, dass man überhaupt in die Kommunikation kommt, dass man sich treffen muss. Heute ist das so ein bisschen niederschwellig, passiert immer, können aber eben auch ganz viele Missverständnisse entstehen. Und dann zum Schluss, Kommunikation ist symmetrisch oder komplementär. Das ist auch schwieriger geworden. Das heißt, übersetzt, entweder ist unser Status gleich oder es ist komplementär, eine Person ist der anderen überlegen. Und früher war das vielleicht, gerade im Face-to-Face ist das ziemlich einfach, da kann man über Kleidung und so weiter, Positionierung, Tischsitzordnung und so weiter, kann man dort Signale senden. Wenn das dann anonym in einem Chat passiert, werden vermutlich gerade komplementäre Kommunikationsarten ein bisschen aufgelöst oder sind schwieriger, wird aber dadurch auch unberechenbarer. Also wenn ich per Du bin mit meinem Chef heute und so ein bisschen eine SMS-Kultur habe, dort noch eben trotzdem Respekt zu wahren oder diese Machtstrukturen zu bewahren, aber eben, es gibt auch auf der anderen Seite vielleicht auch deswegen ganz viele Bestrebungen hin zu flacheren Hierarchien. Dazu werden wir später noch darauf eingehen. Bleiben wir noch ganz kurz bei Interaktion. Hier habe ich den Mann mit einem Computer ersetzt durch immer anspruchsvollere Software, also auch Spracherkennung. Rückt natürlich auch die Idee der Interaktion zwischen Mensch und Maschine ins Zentrum. Gewisse einfachen Abfragen sind heute problemlos möglich, sei es Wetterbericht, die nächsten Verkehrsmöglichkeiten, dann Reiseanfragen und so weiter oder vielleicht auch das Bestellen von Essen. Neben Kommunikation und Interaktion ist Denken der letzte Begriff, der sich durch eben den Computer auch verändert. Denken ist ein psychischer Prozess, der Informationsverarbeitung dient. Das Individuum verfügt über kognitive Abbildungen von Problemstrukturen, die es aktiv manipuliert, um die erlebte Situation zu strukturieren und bestehende Probleme zu lösen. Denken ist eine Art Probehandeln, eine Art innere Kommunikation oder Interaktion, also ich spreche mit mir, nehme verschiedene Perspektiven ein und spiele diese virtuell durch. Denken lässt sich als kognitiver Prozess von Wahrnehmen oder auch von Intuition abgrenzen. Also das sind drei unterschiedliche kognitive Prozesse. Durch die ständige Verfügbarkeit eines Computers verändert sich natürlich das Denken. In diesem Sinne, dass das verfügbare Wissen plötzlich weniger wichtig erscheint. Also ich kann ziemlich einfach zu Informationen kommen oder Kontakte herstellen. Das ist deutlich einfacher als früher. Das heißt, was hat das jetzt für einen Einfluss auf das Denken? Und welche Kompetenzen sind in diesem Setting wichtig, um dass ich effizient Probleme lösen kann? So hat sich zum Beispiel der Konnektivismus als vierte Lerntheorie, ich würde nicht sagen durchgesetzt, aber ist auf jeden Fall durch Social Media stark geworden. Siemens hat ihn beschrieben. Und zwar geht es hier darum, dass alle anderen Lerntheorien, der Behaviorismus, der Kognitivismus und auch der Konstruktivismus, die interessieren sich alle dafür, wie ein Individuum lernt. Also was braucht es, um dass ich lerne? Und es ist sehr auf eine Person festgelegt. Konnektivismus sagt nun, viel wichtiger als was wir wissen, ist eigentlich, welches Netzwerk wir abrufen können. Also es ist nicht so wichtig, dass ich selber Winterreifen wechseln kann, solange ich jemanden kenne, der Winterreifen wechseln kann.
Also ich habe heute so viele Möglichkeiten, dass er mir ein Anleitungsvideo schickt oder eine Quelle nennt oder selber vorbeikommt. Ich kann Termine einfacher organisieren und so weiter. Das heißt, Denken ist heute oder Wissen ist viel mehr auch das Netzwerk, das mir zur Verfügung steht. Und mit Netzwerk werden echte Personen gemeint, aber eben auch Computer. Das heißt, ich kann natürlich auch je besser ich mit Maschinen kommunizieren kann, je mehr Dienstleistungen ich kenne, desto besser bin ich im Problemlösen. Falls dich das Thema interessiert, habe ich euch drei Filmtipps zusammengestellt, die genau um so im Prinzip, was ist Bewusstsein, was ist Denken, was ist Kommunikation. Eben zwischen Mensch und Maschine. Erster Film ist Blade Runner aus dem Jahre 1982. Da muss ein Polizist Jagd machen auf Androiden, das heißt Roboter, die sich eben nicht mehr vom Menschen unterscheiden lassen und dort mit Testverfahren erkennen, ob es eben ein Roboter oder eine Maschine ist. Bei Her verliebt sich Joaquin Phoenix in seine Sprachassistentin. Sehr ein, ja, so ein tragisch-komischer Film, eine sehr, sehr angenehme Annäherung an dieses Phänomen. Und dann noch Ex Machina, ist dann eher Science Fiction, im Sinne von eben eher Blade Runner, auch ein bisschen düster, wo es um eben Kontrolle und Bewusstsein und Programmierung und wann ist hat man ein eigenes Bewusstsein, wann ist ein Bewusstsein programmiert. Drei Filme, die sich sehr lohnen, wenn man sich in diesem Thema ein bisschen vertiefen möchte. Kommen wir zur zweiten Frage. Inwiefern ermöglicht die Digitalisierung Innovation? Hier zum Begriff, den in verschiedenen Kontexten antreffen werden. Industrie 4.0, Bildung 4.0. Das hat wenig mit Web 2.0 zu tun, sondern eigentlich eben in welcher industriellen Revolution stecken wir. Erste industrielle Revolution war quasi die Dampfmaschine. Zweite industrielle Revolution, Einführung von elektrischer Energie, das erlaubte kleine Motoren. Dritte industrielle Revolution, Einsatz Elektronik und IT, quasi Automatisierung von Arbeitsprozessen und die vierte digitale, das ist so eine digitale industrielle Revolution, geht es darum, dass eben auch Dienstleistungen ganz selbstständig gemacht werden. Jede industrielle Revolution, so die Theorie, führt zu gesellschaftlichen Umwälzungen, Umwälzungen von Machtstrukturen. Und was hier in der vierten industriellen Revolution abgehen könnte, hier auch der Hinweis zum Bericht von Sarah Genner, den ich ganz am Schluss dieser Präsentation erwähnen werde. Eine Reaktion auf diese vierte industrielle Revolution, die eben zu viel mehr Medien zur Zusammenarbeit oder eben auch erweiterten Möglichkeiten zur Kooperation hat dazu geführt, dass man starke Hierarchien in Frage stellt. Scrum ist eine Projektmethode, die hoch interaktiv ist und eben auf klare Führungsstrukturen und Wasserfallmodelle verzichtet. Dann Frederic Laloux hat mit seinem Buch Reinventing Organization ebenfalls ein Bestseller geliefert, die eben auch klassische Organisationsformen in Frage stellen und auch Brian Robertsons Idee der Holacracy ist ein System, wie man eben anders zusammenarbeiten könnte. Kommen wir nun kurz zu den Chancen und Gefahren der Digitalisierung. Hier möchte ich nur ganz kurz ein paar Bilder zeigen und ein paar Kommentare abgeben, aber ihr könnt das selber noch ein bisschen weitergehen. Es gibt natürlich eben viele Dinge, die sich durch die Digitalisierung den Computer verändern. Eine Chance oder aber auch Gefahr sind veränderte Einkaufsmöglichkeiten. Durch Online-Shops hat sich das Einkaufsverhalten massiv verändert. Lokale Läden kommen unter Druck wegen Zalando, Amazon, eBay und so weiter. Das heißt, hier so ein bisschen die Gefahr, dass sich Großkonzerne etablieren und eben kleine Nischenmärkte verdrängen. Das ist eine Chance, aber natürlich auch mit Risiken verbunden, die Idee des Smart Grids, dass
eben Strom durch den Computer organisiert verteilt wird an alle Systeme, die jetzt eben gerade Bedarf haben, die dann messen, wo klopft jemand an, der gerne Strom haben müsste, fragt dann nach, brauchst du denn jetzt oder irgendwie in den nächsten 2, 3 Stunden und teilt eben die Ressourcen hier immer optimal ein und das führt dazu, dass wir am Schluss weniger Ressourcenverluste haben. Hier das Beispiel des Kartenwürfels des Bundes, der jetzt auch sogar 3D unterstützt. Die ganze Thematik der Geopositionierung, GPS, Navigationssysteme, das hat einen enormen Schub gegeben, wenn ich plötzlich die Position von Menschen, von Autos oder auch Gegenständen mit Internet of Things bestimmen kann, die dann auch irgendwie interagieren können und eben diese Daten immer verfügbar sind. Das verkleinert die Welt. Das gibt sogar die Möglichkeit, ein gänzlich virtuelles Abbild unserer Welt zu schaffen. Smart Home, ein weiteres Thema. Hier auch die Steuerung von Pflanzengießsystemen, Heizungssystemen, die automatisch runterfahren oder hochfahren oder die ich eben von weit weg steuern kann. Ich könnte das quasi auch auf ganze Quartiere ausweiten und so weiter. Dann vielleicht eher so auf auch Chancenseite, also oder aber auch Gefahrenseite. Die ganzen Gesundheitsboni-Systeme, wie es zum Beispiel Health Sana kennt, dass man quasi, je mehr Schritte man macht, kriegt man einen kleinen Bonus. Dass man natürlich im gesamten Gesundheitswesen geht es immer wieder darum, quasi Entscheidungen zu treffen, Blutzucker, Bluthochdruck und das lässt sich hervorragend mit kleinen Computern überwachen, messen. Und das hat gewisse, wirft natürlich gewisse ethische Fragen auf. Aber auch im Bildungssystem macht der Computer nicht halt. Also das hier heißt, auch hier haben wir jetzt in diesem ganzen Kurs gesehen, wie toll man den Computer als Werkzeug, als Lupe die Welt besser zu betrachten einsetzen kann. Aber eben auch die andere Seite wird bedient mit Check dein Wissen. Also das heißt, es werden hier auch unglaublich viele Daten gesammelt. Der Computer trifft Entscheidungen zu Wissenszuwachs. Ein anderes Thema wäre zum Beispiel die Überwachung. Es hat diverse Schulen gegeben, die schon Projekte gemacht haben und ihren Schülern einen RFID-Chip verabreicht haben, um eben ihre Position zu ver Da wird, kann festgestellt werden, wann der Schüler in die Schule kommt, wann er schwänzt, wie lange er auf dem WC bleibt und so weiter. Und was in der Schule möglicherweise noch kommen könnte, ist in der Wirtschaft bereits angekommen. Also das heißt, das ist auch hier nicht die Regel, aber es ist auch schon die Idee, dass man natürlich gewisse Patrons auf die Idee kommen könnten, wie hier in der USA ein Unternehmen, dass man den Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, einen RFID-Chip hier sogar zu implantieren und so quasi durch diesen Chip können Türen geöffnet werden, können quasi Getränke bestellt werden, aber eben der Mitarbeiter kann so auch überwacht werden. Wen nun dieses Thema interessiert, dem kann ich den Bericht von Sarah Genner zur digitalen Transformation Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche in der Schweiz empfehlen, das sie im Auftrag für den Bund erstellt hat und erst kürzlich erschienen ist und deshalb auch hochaktuell ist. Im Bereich Bildung ist das 4K-Modell des Lernens, denke ich, spannend anzuschauen, das auf ein Zitat von Andreas Schleicher zurückgeht, dass es eben wichtiger ist, als lesen zu lernen, ist die Möglichkeit, also die Kapazität und auch die Motivation zu entwickeln, um Wissen zu identifizieren, zu verstehen, zu interpretieren, Wissen zu kreieren und dieses zu kommunizieren. Und ich glaube, dieses 4K-Modell hilft eigentlich ziemlich stark zu zeigen, um was es gehen könnte. Es geht um Kreativität, kritisches Denken, wie wir kommunizieren, weil eben Kommunikation auch deutlich anspruchsvoller geworden ist und auch wie wir zusammenarbeiten. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch weiter viel Spaß mit diesem Kurs.